So, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Lust for Darkness. Wie dürfen wir uns jetzt diese ekelhafte Maske hier aussetzen? Ich will die gar nicht ansehen. Wow, okay. Eine langfristige Verwendung der Maske kann dich wahnsinnig machen. Okay, auf- und absetzen mit Q. Also okay, mit Q setze ich sie auf und wieder ab. Okay. Na dann, hier, machen wir mal. Ein Pfad, wo ich drüber gehen kann. Und ich mach's jetzt hier gleich wieder ab. Ich möchte nicht wahnsinnig werden wie Daniel in Amnesia. Oh, warte. Sehe ich hier irgendwas? Ist hier irgendwas anders? Nein. Was leuchtet denn da so rot? Wäre ich da trotzdem drüber gekommen? Hier. Oh. Vielleicht falle ich hier runter. Okay, das wäre nicht so toll. Bin gerade ganz kurz gespendet. Okay. Hier ist nochmal so ein Durchgang. Nee, doch nicht. Hä? Okay. Setz sie auf! Ah. Zeigt mir einfach, dass ich hier durch... Kann ich hier so auch durchgehen? Hier? Zack? Nein? Okay, ich kann nur mit der Maske durch, oder wie? Alles klar. Alright. Zeigst du mir hier auch was anderes an? Nein. Tut mir leid, dieses Hin und Her, aber ich möchte die Maske einfach nicht... Oh Gott! Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das sind Monster. Setz sie auf. Ich muss hier irgendwo durch. Ah! Scheiße. Zurück, 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 zurück. Fuck. Warum sind hier Monster? Ich will da nicht nochmal rein. Scheiße. Steht das jetzt hinter dieser... Ach ja, hi. Geh bitte weg. Ich weiß ja nicht, wo ich hin muss. Laut. Geh weg. Geh weg. Wo muss ich hin? Ist ja auch ein Vieh? Nee. Oh, hallo? Die kommen mir nicht nach, oder? Ist das ein Portal? Lass mich hier raus! Lass mich raus! Ich will hier weg! Amanda! Amanda? Amanda, it's you, isn't it? I can't believe it. I can't believe what's happening here. Please tell me I've gone insane. It's me. But we need to stay calm. Keep it together. Baby, tell me. Why? Why are you here? Why didn't you let anyone know?
The cops have been fucking searching for you. Do you understand that? Tell me. I've been kidnapped. You could have escaped. We could have made it. And even if they got me first... They didn't say they would kill you. They threatened to kill the baby. What? What are you? That son of a bitch said he would kill the baby, Jonathan. Our boy. When they kidnapped me, I was pregnant. I gave birth in this fucking mansion. I don't know. Listen, we don't have much time. That's why I brought you here. The ritual is our best chance of getting our baby back. I cannot do that. I must help Willard all the time. But I managed to get some information. The room with a crown symbol. That's where he keeps him. You have to find our son and escape. I'll join you later. Willard, the owner? It was him? He was behind all of it? I've gotta go. Our baby. In the room with the crown symbol, remember? Be careful. If something happens to you, I'll never be able to forgive myself. Amanda. Ja, du, da ist ja nur ein fucking Monster fast hier auf mich zugelaufen. Ich hoffe, das The owner of the manor. A man who entered our lives and turned it into something grotesque. If it hadn't been for him, I would have been with Amanda all that time. And I would be a father. I don't really know who Willard Yelverton is. I only know he brings evil, and he has now breathed it into me. I've just found out that I have a child. I should be filled with love, but all I feel is pure, growing hatred. Burning inside me, delightfully like poison. Tolle Maske. Unser Verstand gebärt einen Ozean an Fragen. Bald werden wir im Schatten des Gottes der Lust ruhen und jede unserer Antworten verliert ihren Sinn. Ja, okay. Sie ist also schwanger gewesen, als sie entführt wurde und hat hier das Kind zur Welt gebracht. Ich glaube nicht unbedingt, dass das vielleicht sein Sohn ist. Ich weiß es nicht. Okay, wir müssen also zu diesem Zimmer mit der Sonne. Ich bin hier in den Raum, mit der Krone. Da stehen viele Namen drauf. Randy, Pudel, Joseph, Freerkurs, Paul, Mike Burke. Da gehe ich nicht nochmal zurück, da war das Vieh. Und da werden wahrscheinlich noch mehr Viecher kommen. Yay. Nein, mach zu. Mach zu, ich bin hier noch nicht fertig. Kann ich dich aufmachen? Nein. Okay, in der anderen Welt sind also Monster und in dieser Welt hier hoffentlich nicht. Außer sie verschmelzen, dann werden in dieser Welt hier wahrscheinlich auch Monster noch sein. Psychiatrische Einschätzung. Einschätzung auf Wunsch des Ehemanns der Patientin, Herrn Milton Yelverton. Anamnese. Harriet Yelverton, geboren im Jahre 1842 in einer bäuerlichen Familie, keine Ausbildung. Im Alter von 19 Jahren heiratete sie Milton Yelverton, mit dem sie bis heute lebt. Keine chronischen Erkrankungen. Einschätzung des psychischen Zustands. Die Patientin zeigt Defizite bei Anpassungsfähigkeiten sowie eine niedrige Toleranzschwelle für Stresssituationen auf. Ab und an reagiert sie über. Die Patientin erzählt manchmal über eine seltsame Welt, die von ihr als Luska bezeichnet wird. Oder Luskada oder wie es, keine Ahnung, wie sie sie genannt haben. Ferner berichtet sie von einem Gebäude. Nach diesen Erzählungen kehrt ihr Bewusstsein wieder zurück und sie ist beschämt. Der Zustand der Patientin ist besorgniserregend, wenngleich es zurzeit keine objektiven Beweise für eine psychische Krankheit gibt. Geburtsurkunde, Name und Vorname Benedict Yelverton, Geschlecht männlich, Geburtsdatum 1. September 1885. In Philadelphia, Name ist Name des Vaters Milton, Name der Mutter Harriet. Todesurkunde. Daten des Verstorbenen. Frau Harriet Rea Yelverton am 1. September 1885. Blutsturz nach der Geburt. Autsch. Neue Story freigeschaltet. Das Erbe der Yelvertons. Visionen. Todesurkunde. Daten des Verstorbenen. Herr Milton Yelverton. 3. Oktober 1885. Suizid. Oh. Oh. Das heißt, der Junge ist alleine aufgewachsen.
2 years in music school were a nightmare. Yeah, great time for memories. Oh ja, wahnsinnig tolle Zeit hast du dir gerade überlegt, damit du dir hier ja deine Erinnerungen auffrischen kannst mit dem Klavier. Ist ja sonst passiert ja überhaupt nichts. Oh, was? Oh! Autsch. Au, 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 au. Das würde wehtun. This mask must belong to Willard. Bla, 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 bla. Willard, 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 Willard. Ah, Willard heißt er, ja. Der Sohn hieß Benedict. Right. Gucken wir mal, was es hier in dieser Welt so gibt. Nichts. Muss ich hier auch Angst haben? Muss ich hier auch aufpassen? Wann speichert dieses Spiel? Hi! Du lebst ja noch. Creation is an act of God. Who is God then? If not the creators of this world. Tja, let us take a look around once again and ask a question. Who creates this world? Who retrieves order from chaos? Is God and human not the same answer? What if what we understand as order is in truth chaos? What if reason is madness, artistic beauty, ugliness and all creation redundant? Who are we then, if not the source of annihilation? So many questions. We should get used to the fact that the Master's work does not provide answers. Answers we find in deeds, and that is why we are all here. Ja, findest du, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich solche Fragen zu stellen? Ich meine, da sind ein paar Menschen gestorben, aber das ist ja anscheinend scheißegal. Okay, hier sind Buchstaben. Die arme Ziege. Hier ist eine Eule. Hier ist eine Krone. Hier ist eine Rose. Hier ist ein Schmetterling. Und irgendeine Motte. Moment, bevor ich zur Krone gehe. Hi! Recent events have shown errors in the foundation of our association's general idea. A change should come. We have all seen that whatever happens to our comrades can be called, well, anything but bliss. Human biology is not suited that creatures of Lustigar. Where Willard Yelverton sees change and eternal delight, lies only senseless death. Do you realize what you are saying is heresy? You are undermining the very idea of this cult's existence. If you want to die, you're free to do so. But I'm not going to. Instead of looking for paradise, we can create it here. And you know it. We have created it many times, and so many times we have enjoyed its vices. Lustgar is a step further. What you are proposing is a step backwards. This is death. Death in its purest form. There is nothing else there. When Willard gave the child to the land of eternal ecstasy, and the gates were finally opened, I saw the faces of those who were attacked by the forces of Lustgar. Yes, they have been killed. But right before death, they found absolute fulfillment. This is the way we should follow. We can go on like that forever. Let's wait for Willard and see what he has to say. I wonder if he saw that coming. That's what we'll do. But when he's here, don't count on his mercy. Aha, mein Kind wurde also auch noch diesem komischen Dämonenreich hier geopfert. Gut zu wissen. Toll. Oh ja, die großartige Erfüllung und dann stirbst du. Das zahlt sich ja voll aus, ganz ehrlich. Nein, danke. Dafür lebe ich auch nicht unbedingt. Ist zu. Okay, dann gehen wir jetzt zum Raum mit der Krone. Die arme Ziege.
crown symbol. This is the room Amanda mentioned. Is my child really there? This is madness. It's madness. Begib dich zum Raum mit dem Symbol einer Krone. Okay. Oh, es ist aber zu. Er ist zu! Er ist zu! Hä? Sehe ich hier irgendwas vielleicht? Ich möchte nur nicht wahnsinnig werden. Vielleicht irgendwas hier bei den Büchern. Aber die Tür ist zu. Was soll ich machen? The door is closed. Watch out. Ist immer noch zu. Der lässt mich da nicht rein, oder? Warte. Ist zu. Zu. Habe ich schon. Ist zu. Ist zu. Alles zu. Hat hier irgendwas versteckt, ha? Bäh. 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 Widerlich. Hier. Hier ist auch zu. Ha! Hier ist offen. Ah, die Küche. So. Das ist eine Zuckerbüchse. Zucker, den ich einfach mal aus der Schublade rausgenommen habe, ohne die Schublade auszumachen. Zack, zack, nein. Ich brauche einen Schlüssel, nehme ich an. Oh. Ein Nudelwalker! Kann ich mir das mitnehmen? Nein, kann ich natürlich nicht. So ein Hackbeil, Hackebeil. Warum eigentlich nicht? Zur Selbstverteidigung, das wär's doch. Hör ich hier im Hintergrund Geräusche oder bilde ich mir die ein? Messer, Gabeln, Löffel. Hui, toll. Noch mehr Messer, Gabeln und Löffel und natürlich. Oh, was zum Essen. Oh, das wäre jetzt geil. Nichts. Nee, das kann ich nicht nehmen. Noch ein Nudelwalker. Kann man schön Hintern versohlen. Nein, kann man natürlich nicht. Also man kann schon, aber man sollte es nicht tun. Teller. Ja, aber was mache ich? Ich meine, suche ich hier jetzt irgendwas? Die Tür ist ja zu. Ja toll, die ist auch zu. Mach auf. Oh. Ja. Gut. Wenn ich nicht immer so bescheuert wäre, dann wäre ich ja fast intelligent. What now? Your moves are so faulty, so clumsy. How mutilated your wounds be? How terribly. Leave the guests alone. No, I'm. If you're looking for someone to play with, perhaps I could be of use. Oh my God. Oh mein Gott. Ich will da nicht raus. Ich will hier nicht raus. Ich will da nicht raus. Ich muss hier irgendwie raus. Wie komme ich hier wieder raus?
Ist immer noch zu. Fuck! Ich brauch Zahlen, Codes, irgendwas. Warte. Nein. 413, okay. Strong magnet. This might be of use. Ja, und kann... Entschuldigung, kann ich da vielleicht noch mehr nehmen? Hallo? Ich würde da gern mehr Sachen nehmen als den Magneten. Hier, Zeugs, Hammer zum Einschlagen, irgendwas! The magnet is strong enough to move the lock. Der hat auch einen kleinen Penis. Oh Gott! Ich hab die Macht sogar nicht auf. Du brauchst gar nicht wahnsinnig zu werden. Oh, sie sind alle weg. Schmetterling ist offen. Immer noch zu. Oh nö. Zu. Ich hab Angst. Alright. Au, Mann, das tut doch... Oh, sowas ist das. Okay, das tut nicht weh. Das ist ja wieder... Okay, es geht ja für zwei, Leute. Eieiei. Ich dachte mir schon... Autsch. Mann. Eine Pfeife. Hui. Another portal. I don't know if going in there is a good idea. Ja. Danke, du sprichst mir aus der Seele. Ich will da nicht rein. Kann ich schlafen und speichern? Wie speichert dieses Spiel? Ja. Wie speichert dieses Spiel? Ich sehe nicht. Fick dich! Psst! Ruhe! Sei ruhig! Gott! Oh Gott! Scheiße! Oh Gott! Scheißstuhl! Okay, ciao! Ah. I made it. This should be the baby's room. Where's the baby? Alter, ich wusste, da kommt was und dann... Ah, Entschuldigung. The crib is empty. What now? I don't know. Ein Kreisel. Ein Dreidel. A child. Why is there a scar on its face?
What the fuck did they do? Das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich will es auch gar nicht wissen. Ein kleiner Nussknacker. Ein Auto mit einer 1. Ein A, D, B, E, C. Alright. Okay, ciao. Scheiße. Scheiße. Ah, okay, gut. Er geht weg. Ja, verzieh dich. Ich bin echt total hart und gemein und böse. Nicht so böse wie dieser komische Satyr hier. Aber... Wo ist er dann hin? Er ist immer noch tot. Kann ich hier durch? Nee. Hä, was will er dann von mir? Hm. Noch zu. Muss ich es verstehen? War hier drinnen. Hier. Ist vielleicht eine andere Tür noch offen? Nein. 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 Und die ist zu. Warte mal, vielleicht ist hier am Tisch irgendwas Neues. Ah, das ist immer noch die Zuckerdose hier. Auch so wie immer. Der ist hier durchgegangen. Aber ich sehe hier nichts. Hm. Keine Ahnung. Vielleicht hier noch etwas. Soll ich zurückgehen vielleicht? Ich weiß es nicht. Da war ein Stuhl, ein Sessel. Aber was bringt mir der? Someone wrote a few notes on this piece of paper. I saw a piano in Willard's room. Could this be connected? Could this be connected? I don't know! Ach so, und dann hätte ich den gesehen. Okay, na gut. Ja, la 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 la, dann gehen wir einfach mal hinauf. So. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ist. Ich weiß es nicht. Okay, wir haben F, D, Raute. Okay, wir haben F, D, G, C, C. Was soll das sein? E? F2. Secret Passage. I'm scared to think of what I might find there. Oh no, I don't know. Finde den geheimen Durchgang. Oh, ich habe ihn gefunden. Fuck. Was ist das denn hier? Abortion, 11 months ago. No, this is madness. Whose child did she have then? Amanda Moon, 23 Jahre. Ordinäres Kind als Leiden. Durchgeführte Prozedur im Abtreibung mit Hilfe von Salzsäure. Chirurgische Notizen. Die Operation wurde ausgezeichnet durchgeführt. Zustand des Patienten nach der Abortion bereinigt. Das heißt, ihr Kind wurde ab. Jevluska! Scheiße! Fuck. And to think, she still sees you as her child's father. Yes, you've read that correctly. I scraped it out. Everything connected to you I have scraped out of Amanda. The child that came to this world is mine.
wusste es. It is beautiful. The most beautiful. It carries within the essence of Lustgar. The essence of the world which is about to swallow you. Nein! Nein! Oh nö, ich will nicht! Die Unendlichkeit ist eine Lüge. Es ist eine Vereinfachung, die es uns erlaubt, die Natur der Welt alle zu verstehen. Irgendwo dort, hinter dem schwarzen Himmel, wirbelt das echte Gesicht des Absoluten. Hinter ihm gibt es nichts mehr. Ja, ich dachte mir schon, dass das sicherlich sein Kind sein wird. Jetzt wissen wir es, sie hat sein Kind abtreiben müssen und er hat einfach mal ein eigenes in sie reingepflanzt. Yay! Toll. Warum sehe ich nichts mehr? Okay. Gut. God damn it. Willard took my mask off. If I make it out of this world, I must pay attention to the cultists. I need to focus and find Amanda. The child is Willard's, so there's nothing more keeping me here. Wow, okay. Gut. Ich würde sagen, das hier war's dann mal für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Ich muss jetzt mal echt schauen, wo das Spiel speichert. Ich hoffe, es hat jetzt hier gespeichert, weil hier beende ich den Part. Ja, wir sehen uns dann wie immer beim nächsten Mal und ich hasse Monster. Dankeschön fürs Zusehen, macht's gut. Ciao!